Grüß euch, ihr Lieben. Ich bin mir sicher, dass ihr auch Lust auf eine neue Abenteuer habt. Aber habt ihr Bock auf diese Küsten, auf diese grandiose Landschaft, auf diese spektakuläre Szenerie? Dann seid ihr richtig, denn dieses Mal wollen wir nach Schottland fahren. Das war meine Fähre. Zumindest sage ich Tschüss. Wo fange ich am besten an? Ich fange mit gestern Abend an. Ich habe einen richtig guten Abend gehabt. Also nach dem Panne. Es war ein glatter Reifen, platter Hinterreifen. So, ich habe Pannenspray reingesprayt, ein bisschen Reifen so gedreht, damit sich ein bisschen hin und her alles abdeckt. So, bin ich aber nicht losgefahren. Das war mein Fehler, das war der große Fehler. Man muss damit fahren, ne? Damit sich überall verteilt. Auch ins Loch, falls ein Loch ist. Ich habe überhaupt kein Loch gesehen. Kein Riss, kein Loch, gar nichts. Nee, das war nichts im Reifen. Ich weiß nicht, was da los ist. Genau. Dann habe ich sogar Wäsche gewaschen. Ich habe Higgins bekommen zum ersten Mal. Das war richtig ein schöner Abend. Nebenan waren auch ein paar Schotter. Wir haben ein bisschen gequatscht und so. Hab geschlafen, richtig tief und lang. Und in der Früh, als ich aufgestanden bin, habe ich gesehen, ja, ein Reifen ist noch platt. Gestern Abend war okay. Ich habe es kontrolliert. In der Früh war keine Luft mehr drin. Gar nichts. So. Hab ganz schnell zusammengepackt, habe ich keine Spray mehr gehabt, habe mich auf den Weg gemacht, Reifendruck war okay, habe mich auf den Weg gemacht und auf dem Weg hierhin nach Ullapool
hat es auf einmal so pss gemacht. Und auf einmal war keine Luft mehr drin. So, ein, zwei, dreimal, keine Ahnung wie oft, habe ich einfach angehalten und Luft reingelassen. Ganz schnell, bevor ich zur Fähre gegangen bin, habe ich ein paar Pannenspray noch dazu gekauft. Dachte ich mir, auf der Fähre werde ich es irgendwie hinkriegen. Es ist Sonntag, hier bleiben lohnt sich nicht. Fähre habe ich online gebucht, Ticket habe ich sowieso bezahlt. Also entweder funktioniert auf der anderen Seite. Harris and Levis, glaube ich, heißt die Insel, wo ich hin wollte. Ja, bin ich zur Fähre angekommen. Und dann, als ich angekommen bin, die Fähre ist losgefahren. Es war sowieso zu spät. Die Tür war zu und allen. Aber habe ich es nicht geschafft. So, jetzt bin ich da. Ich habe noch einen Spray reingetan. Vielleicht mache ich einen zweiten auch. Der Blöde ist, da kommt nirgendwo was raus. Ich sehe es nicht. Und übrigens, dieses Spray, was ich am Campingplatz reingepumpt habe, war ein bisschen alt. Ich habe es gesehen, dass es viel zu flüssig rauskommt und nicht schaumig. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht lag daran, dass es nicht funktioniert hat. Ich bin ein großer Fan von dieser Pannenspray. Hat mich 3-4 Mal den A gerettet unterwegs früher. So, was früher war, lassen wir einfach in früher. Was ist jetzt? Nächste Ferry fährt um 19 Uhr, glaube ich. Dann werde ich 21 Uhr auf die Insel ankommen. Was ich damit anfangen kann, wo ich irgendwo zelten, campen, was weiß ich, schlafen kann, das ist eine Idee. Am Abend, falls sie immer noch mein Ticket akzeptieren, das ist auch eine zweite Frage. Ich habe für Ticket 35 Pound bezahlt. Ich glaube nicht, dass ich bereit bin, nochmal sowas zahlen und dorthin gehen mit einer Unsicherheit, dass es nochmal Hinterreifen Luft braucht und luftlos ist. So, ich werde es mir überlegen. Ich werde ein bisschen hier frühstücken und was essen und mir überlegen. Die erste Idee. Am Abend mit der Fähre, falls sie mein Ticket akzeptieren, fahre ich rüber und schaue ich mir die Insel an. Das ist die erste Idee. Zweite Idee. Einfach in Festland weiterfahren und fahre ich Richtung Skye vielleicht. Isle of Skye ist ja auch schön. Da gibt es zwei Möglichkeiten sogar. Man muss nicht unbedingt mit der Fähre fahren. Es gibt auch eine Brücke. Es gibt eine Fähre, es gibt eine Brücke, kann man rüber auf Skye fahren. Dritte Idee. Ich möchte nicht so schnell Richtung Süden fahren. Fahre ich weiter rauf. Ich habe den höchsten Punkt von Schottland weggelassen. Bin ich nicht dorthin gefahren. Und die Landschaft da drüben hat es mir unheimlich gefallen. Es war richtig schön. Fahre ich einfach noch eine Runde rauf. Also Schottland ist nicht so groß, es ist so ein handgroßer. Ich glaube, von ganz rauf bis ganz runter braucht man einen Tag. Also, und heute ist erst Sonntag. Mal sehen. Ich werde es mir ein bisschen überlegen. Vielleicht mache ich mir einen Kaffee. Ich habe noch immer Zeit, falls ich Fähre nehmen möchte, falls ich losfahren möchte. Blöd gelaufen, echt blöd gelaufen. Es hat nicht wirklich funktioniert. Ich glaube zumindest. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Die Strecke ist geil. Es fahren Tausende von Motorrädern und ich hocke hier ab. Also, es gibt eine Garage, das ist von Bosch, das ist von Auto, glaube ich, oder sowas. Der ist da drüben. Davon bin ich vorbeigefahren.
Der Tankstellenmensch hat gesagt, du könntest dort nachfragen. Erstmal ist die sind zu. Morgen könntest du fragen, aber vielleicht sie kümmern sich um deinen Reifen erst, wenn dein Insurance angerufen hat. Keine Ahnung, ich muss AMTC anrufen. Ja, ich muss AMTC anrufen. Das erinnert mich immer wieder an das Geschehen von Marilyn und alle Schritte, was sie gemacht hat. Warum? 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 Aber gut, sie hat zumindest was zum Lachen. Wenn ich zurück bin, werde ich ihr erzählen. Ja, ich werde mich ein bisschen schlau machen, was der AMTC sagt. Und ich meine, der Reifen steht so halb aufgepumpt. Ist ganz nicht leer. Ja, das ist nur die Hoffnung, was ich nicht aufgeben will. Ne? Das ist nur die Hoffnung. Wer weiß? Kann ein Wunder vielleicht auch passieren? Ich weiß nicht. I'm doing actually a documentary about Scotland. Yep. So I'm interested in people, culture, countryside, landscape, everything. All right, okay. Do you also write more? Well, he works with Alcoholics Anonymous. Yeah. Me? Yes. Yeah. Really? Yes. What do you write? Guess. A GS? I have a GS, yes. But a sporty one. And? R1 maybe? No. Yeah. What should I guess? About sporty or touring or something? You'd be very interested. You would be interested. What do you have? I have an Africa twin. Yeah. Oh, really? You're right. Also Africa twin. Old one. 1995. This is a proper Africa twin. Not like this new ones. Come on. They're just pretend. There is my bike with me. There. See? They have been, oh, gorgeous, gorgeous. Thank you for your help. So this is Ellipol. Ellipol Recovery Service. Yeah. I got you. Thank you for your help. No it's problem. It's Sunday and you helped me. That's unbelievable. Okay. I missed church. But you are helping people, so. Yes. I don't go to church. Finger crossed. Magic ist, glaube ich, geschehen, denn bis hier, also Luft war so 1,8 und bis hier habe ich 1,7 gehabt, warum auch immer. Aber es fühlt sich ein bisschen stabil an. Und die Garage war offen, rein Zufall. Die Garage war offen, coole Socken waren drin, richtig, zwei coole Jungs. Einer von denen macht Führerschein, einer hat Motorrad, sogar ein Africa Twin. Der hatte mich in der Früh sogar am Parkplatz gesehen, als ich herumgehockt habe. So, die sind für ein Emergency da. Wir machen einen Reifen von dem. Bekannte, weiß ich nicht, oder Reisende, wie auch immer. Die haben sich darum gekümmert. Ja, ich würde behaupten, dass ich das gesehen habe. Gestern oder vorgestern? Ich weiß nicht. Ich muss Videos schauen. Ich glaube, das habe ich gesehen. So, die Sache ist die. Die haben, also ich habe Luft reingelassen. Noch einmal, die haben mit Seifenspray herumgesprüht, ob irgendwo ein Blubber kommt, irgendwas, Luft rauskommt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die haben auch kein Loch oder irgendwas gesehen. Keine Ahnung, wo diese Luft rausgekommen ist. Auf jeden Fall anscheinend. Diese Pannenspray hat es funktioniert. Und jetzt muss ich mir überlegen, die haben auch gesagt, die haben gesagt, fahr einfach eine Runde, ein, zwei Stunden fahr herum. Sollte so stabil bleiben, dann kannst du es riskieren, auf die Insel fahren. Wenn nicht, dann bleib einfach ruhig da. Jetzt ist Feiertag, jetzt ist Sonntag. Vielleicht morgen kannst du irgendwo einen Reifen besorgen oder Schlauch. Reifen eher nicht, Schlauch. Vielleicht muss ich es besorgen. Das werde ich, diese Empfehlung werde ich folgen, herumfahren, ein bisschen mehr hier herum
anschauen und ein, zwei Kaffee runterschlucken. Und dann, wenn es alles funktioniert, versuchen zu Fährebüro gehen und fragen, ob sie mein Ding, mein Ticket akzeptieren, dass ich auf die Insel fahren kann. So der Plan. So ein wackeliger Plan, einen wackeligen Plan habe ich jetzt. Nochmal werde ich sagen, das ist Ullapool. Ich muss den Namen, da steht URS. Ich werde es unten schreiben und schreibe ich einfach die Adresse auch. Das ist der einzige Platz, weit und breit, keine Ahnung, im Umkreis von 50 Kilometern. Es ist der einzige Platz, wo man wirklich den Arsch retten lassen kann. If you get in Austria, be my guest. Again. Yes. You can put a tube inside. There is a tube inside. And I need a new one, I believe. I took one of these to Inverness yesterday. Off of the train. Yes? To get a new tube. Oh. Yep. So you have no tube. No, we have no tube, no. But you, Inverness, yes. I have to get in to the Inverness. We could get the wheel to Inverness tomorrow. Alright. I need to take it back again. Really? Yeah. You could just stay in Liverpool for the day. Take the wheel off. Yes. You can take the wheel off. Sure. Yeah. Give me the wheel. Yes. I will get a new tube fitted inside. Yes. And then I'll take it back up here and give it back to you. You can. Alright. That's a good idea. Yeah. So we go down early, take the wheel with us. Yes. If you come here for 8 o'clock. 8 o'clock, yes. Come in here, put the bike in the corner, take the wheel off. And then we will Inverness. And then take it back. Alright, I can manage it. It'll only take maybe 15-20 minutes at the bike shop. And then we take it back up. Alright. And you can go for breakfast or coffee or... Sure. I can manage it. Right, so if you go to the campsite. Alright. Stay here and then come here tomorrow, 8 o'clock. Alright. Okay. Yes. Did you do this yourself? I did it by myself. Zu viel gehofft, glaube ich. Ist halt so. Kann ich nicht dafür. Es hat nicht funktioniert. Meine Vermutung ist, dass der Ventil ist gebrochen. Denn kommt aus nirgendwo was raus, außer bei Ventil. So, man würde meinen vielleicht, dass der Ventil, weil ich über Pannen gefahren bin, ist gebrochen. Glaube ich nicht, weil von Anfang an ist ja auch nichts rausgekommen. Ich habe Zelte aufgebaut und das ist gleich hier in der Nähe. Der Campingplatz ist in der Nähe, habe ich Zelte aufgebaut und habe ich mich zu Fuß auf den Weg gemacht in der Stadt. Das ist 4:30. Werde ich warten bis 4:30, dass der Büro offen ist und werde ich schauen, wie ich mich um Fahrkarte kümmern kann. Die Idee oder halt die... Der Plan ist, dass ich morgen mit Moped in die Garage fahre wieder und Alan wird den Reifen mitnehmen in Inverness. Dort sollte Schlauch geben.
hier habe ich keinen Schlauch gefunden. Er hat gesagt, ich habe auch keins. Der hat gesagt, es dauert ein, zwei Stunden. Dann werde ich ein, zwei Stunden dort herumpennen. Und ja, wenn es funktioniert, Mittag bin ich fahrbereit. So, so jetzt kommt. Würde ich nochmal versuchen. Ich meine, diesmal habe ich keinen Puffertag eingeplant, weil ich nichts Besonderes vorhatte. Ich musste nicht um der Zeit da und dort sein. Ich weiß nicht, wie die Menschen machen, dass der ganze rote Plan und mit Hotel buchen und was weiß ich alles. Wenn du einen Tag liegen bleibst, kannst du für weitere Tage auch schmeißen. Weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich heute oder halt auf dieser Tour keinen besonderen Plan gehabt. Mein Umkehrpunkt war Talisker Whisky. Ich wollte die Destillerie anschauen. Oh, es piepst. Es piepst. Mein Essen war fertig. Ich habe es abholen müssen. Ich habe Fish and Chips bestellt. Das musste auch sein. Auf jeden Fall. So der Plan, dass ich morgen mich um Reifen kümmere und hoffe, dass es so bis 9, bis 10 fertig ist, denn er fährt um 8 Uhr weg. Wenn bis 10 Uhr fertig ist, schaffe ich die Fähre zu erreichen. Wie gesagt, Kehrepunkt war Talisker Destillerie. Ich wollte dorthin und das ist auf der Sky. Gestern habe ich die Nachricht bekommen, dass Talisker Destillerie kann man einen Rundtour machen, eine Besichtigung machen, wenn erst vor einem Monat gebucht ist. Und es ist einfach alles ausgebucht und man kann nicht hineingehen. So, mein Kehrepunkt ist hinfällig. Ich muss nicht dorthin fahren, um mich zu beruhigen. Das war einfach, ja, das war nur eine Idee. Also ich werde es einfach gemütlich bis Donnerstag, glaube ich, laufen lassen. Mal sehen, es passiert alles spontan, wie ihr wisst. Jetzt erstmal Fish and Chips und laufe ich einfach herum, die Stadt anschauen. Die Stadt, das ist ein Dörfchen. Ich dachte, es ist so ein Haufenstadt und kommen Schiffe und was weiß ich. Es ist so ein Fischerdorf mit einer Tankstelle, einer Eisdiele und zwei Breakfast, Fish and Chips, was weiß ich alles. Es ist nicht viel los hier. Da sind viele Biker, aber die fahren hier hin. Ich habe sie einen von denen gesehen. Die fahren hier hin übers Wochenende. Machen eine Runde, essen hier einen frischen Fisch oder sowas und fahren sie heim. Das ist auch so Wochenende-Tour oder halt Sonntag-Tour für den. Und sie genießen das Wetter. Richtig eingeölt. Richtig frittiert. Fisch halt. Nichts Besonderes, aber ist richtig frisch. Richtig frisch. Ist nicht schlecht. What am I have to do is do it and make a new booking. Alright. Take that. Hat nicht funktioniert, so wie ich es wollte. Sie hat gesagt, das ist expired und dieses Ticket funktioniert nicht mehr. Ich kann dir ein neues Ticket buchen. Und? Muss ich zahlen? Ja, wenn du das zahlst und das andere ist expired, ich buche ein Ticket für dich, damit refundable ist, falls du nochmal nicht kommen kannst, dein Zeug zurückkriegst, dein Geld zurückkriegst. Auf der Seite war nichts mit dieser Option, dass man umbuchen kann und was weiß ich, sonst hätte ich genommen. Aber ja, ist halt so. Wir haben kein Ticket, wir haben keine Buchung. Ich habe gesagt, jetzt buchen wir nichts. Das kann ich selber auch. Und schauen wir mal morgen, wie mit Reifen weitergeht. Würde ich sagen, ich penne ein bisschen herum. Ich habe Eisdiele gesehen, habe ich doch gesagt. Da ist eine Eisdiele. Gehe ich ein Eis essen, gehe ich zu Meer. Billy haben wir nicht. Aber ja, ich
nehme es so an, wie es gekommen ist. Ich nehme einen Puffertag. Ich chille herum, ich werde mich hinlegen. Solange die Sonne da ist, werde ich mich außerhalb des Zelts bewegen und hinlegen und ein bisschen mich strecken und so. Alter, die Laune kannst du mir nicht versauen. Ich rede mit der. Die Laune wird mir nicht versaut. Komme, was es wolle. Ha? Ich reise und ich mache Dokumentationen. Du machst Dokumentationen? Jetzt mache ich eine Dokumentation über Schottland. Die Leute, das Land, die Kultur, alles, was zum Schottland gehört. Darf ich dir eine Frage stellen und dich mit der Kamera aufnehmen? Ja, sicher. Fühl dich frei zu reden in deiner Sprache. Wenn du mit deinem Akzent sprichst, ist sie auch perfekt. Okay, die Sache ist nur, ich bin kein Schotte. So, the thing is, I'm not Scottish. What are you? I'm South African. Come on, really? Yep, I'm from South Africa. Was macht Tristan aus Südafrika hier in Schottland? Ich versuche, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, denn eine südafrikanische Staatsbürgerschaft ist nichts wert. Das Problem ist, wenn du irgendwohin auf der Welt reisen möchtest, brauchst du aus Südafrika ungefähr 5 Visa, egal wohin du reist. Du kannst nicht einfach in irgendein Land hineinkommen. Dagegen, wenn du einen britischen Pass hast, kannst du einfach für 3 Monate in irgendein Land hineinspazieren und alles ist gut. Für uns, wir müssen einen Nachweis über finanzielle Mittel zeigen, wir müssen alles zeigen. Das ist unser größtes Problem. Das ist der einzige Grund, warum ich... Das ist interessant, denn ursprünglich komme ich aus dem Iran. Jetzt darf ich... Du darfst überall in der Welt hingehen. Und es ist leicht. Für Südafrikaner, ja, wir können das nicht. Ja, go anywhere in the world and it's easy. It's easy to do. That's the problem for South Africans, you can't. For us? Yeah, exactly. Also Tristan, was musst du tun, um Staatsbürger des Vereinigten Königreichs zu werden? Oder gibt es einen Unterschied zwischen einem Staatsbürger des Vereinigten Königreichs oder England oder Schottland? Wie ist das? Nein, alles ist so. Wenn du deine schottische Staatsbürgerschaft bekommst, bekommst du automatisch die Staatsbürgerschaft des Vereinigten Königreichs. Einfach deshalb, weil Schottland ein Teil des Vereinigten Königreichs ist. Dann gibt es keinen Unterschied. Also gibt es keinen Unterschied zwischen schottischer und britischer Staatsbürgerschaft? Der einzige Unterschied zwischen schottischer und britischer Staatsbürgerschaft ist das Wahlrecht in dem betreffenden Land. Aber was muss man tun, um die schottische Staatsbürgerschaft zu bekommen? Also du musst 5 Jahre im Land verbringen. Also pass auf, im ersten Schritt muss man hierher kommen. Ja genau, man muss hierher kommen. Man hat wirklich, in Wirklichkeit 2 Optionen. Also du kannst entweder, nein, eigentlich hat man 3. Du kannst entweder mit einem Besuchsvisum, einem erweiternden Besuchsvisum kommen, denn das Einzige, was du brauchst für die Staatsbürgerschaft, ist der Nachweis, dass du 5 Jahre im Land gelebt hast. Wahrscheinlich musst du arbeiten und Steuer zahlen und... The only requisites that you need to get your passport is you need to spend 5 years in this country. Probably work or something. Not even. You don't need to. You just need to spend 5 years. Nein, nicht einmal das. Du musst nur 5 Jahre in diesem Land verbringen, ohne es zu verlassen. Aha. Du hast 450 Tage innerhalb dieser 5 Jahre, die du außerhalb des Landes verbringen darfst. Darüber hinaus darfst du das Land nicht verlassen. Ah, okay. Und danach, deine Optionen sind sehr limitiert. Du kannst mit deinem Besuchsvisum weiterleben, damit darf man nicht arbeiten. Du kannst gesponsert werden, wenn du etwas sehr Gutes anzubieten hast. Zum Beispiel, wenn du ein Koch oder Elektriker bist, dann kannst du mit einem gesponserten Visum herkommen. Die einzige andere Option, mit der auch ich hier bin, ist ein Abstammungsvisum. Meine Großmutter war Schottin. Also wenn ich meine Verwandtschaft mit ihr über einen Stammbaum beweisen kann, wird ein 5-Jahres-Visum angeboten. Mit dem darf ich arbeiten und hier leben. Also das muss ich machen. Die gesamte Zeit hier bleiben und ich darf arbeiten, ohne etwas anderes anzubieten. They offer me a 5-year visa, where I'm allowed to work and live here. So gibt es irgendeine besondere Prüfung oder einen Test oder sowas? Ja, es gibt einen Test, dass du nach deinen 5 Jahren Aufenthalt einen unbegrenzten Aufenthalt bekommst. Also du kannst das Land verlassen und jederzeit wiederkommen. Du brauchst kein weiteres Visum. Du kannst so lange wegbleiben, wie du möchtest. Danach macht man noch 1 Jahr und dann nimmst du am Staatsbürgerschaftstest teil. Das heißt, viel Geschichte des Vereinigten Königreichs, viel Englisch und das Ganze in einem großen Multiple-Choice-Test. Wenn du bestehst,
darfst du Staatsbürger werden. Wenn nicht, musst du es nochmal probieren. Das sind die einzigen Dinge, die du tun kannst, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das oder bist ursprünglich hier geboren. That or you were born here originally. In which year are you now? Like how old am I? In welchem Jahr bist du jetzt? Du meinst, wie alt ich bin? Nein, nein. Ich meine, du brauchst 5 Jahre. In welchem Jahr bist du jetzt? Ah, ich bin jetzt bei 1 Jahr und 5 Monate. Also bin ich noch nicht lange da. Seriously, thank you. Thank you so much. Thank you. Ich habe mich entschieden. Morgen steht eine Ausfahrt nach Norden am Plan.